Du. Ich. Deutsch. Döner. Ja. Nein, same. Den machst du ja auch, im brauchst du eine Mikrowelle. Ja. Oh, hier ist Star Wars. Das wird man auch immer verbrannt. Oh, David, David, David. Der hat einen Little Helper. Oh, nice. Ach, es geht ja schon los. Ja, geht schon los. Da habe ich ja ein bisschen was verpasst. Hi, der Witzke. Problem ist, ich laufe jetzt mal nicht dahin, wo geschossen wurde, weil ich habe nur Sniper. Wurde denn geschossen? Oh, irgendwo im Schrank. Hey, wer haut denn hier die ganze Zeit? Ich. Ach so. So ein Problem damit? Wow, das ging schnell. Ich wusste. Schau dir doch meinen Meister weg an. Ja, gerade rüber und kriegen Headshots, super. Hattest du einen Helfer gehabt? Nee, hast mich einfach nur nicht erwischt. Wahrscheinlich, weil ich so hochgeflogen bin, war das ganz komisch. Das kann doch nicht sein, weil bei mir ist zwar Blut gespritzt. Was war das denn? Ja, gut, kann aber auch wieder am Server liegen. Oh. Ach, du warst mein Trader-Kollege. Ich dachte ernsthaft, der Marc wär's. Nein. Ich hab halt echt nicht nachgeguckt. Ich hab den Alastor gesehen, ich war ganz da mit der Shotgun dran, der nächste kam schon an, deswegen muss ich die Chance nutzen. Ich hab mir nicht mal was kaufen können bis jetzt. Ich hab mir nur am Ende dann den Peacekeeper gekauft, nachdem ich die erledigt hatte. Da ist einer gestorben, was ein Lappen. Oh, ich hab den Bildschirm zerstört. Oh, tut mir leid. Ja, Tablet. Ein Tablet. Ja. Ja, wir sind manche. Ja, Servierer, so enden die meisten Literaturstudenten. Oh mein Gott, ich. Oh Mann. Oh, schön. Falls du mal irgendwann auf die Idee kommt, alle möglichen Leute umzubringen, die du kennst, ich fall mal nett zu dir, ne? Ja. Ach so. Ja, weil Literaturstudenten immer zu Massenmördern werden. Nicht immer. Nicht jeder immer, aber meistens. Ungefähr. Der Schnitt ist schon ganz hoch. Ja. Er liegt über 98%. David, lass den Scheiß. Ich kann nicht rechnen. Das war wirklich der David, der gesaved. Ja, der David ist respawned. David's respawned. Er ist hier oben gewonnen. Nein! Er ist runtergefallen. Der Tod. Was ein Lappen, ey. Gut, der hat nicht so safe schon mal. Wer ist denn eigentlich Traitor? Ja, David war Traitor, der hat sich schon mal selbst eliminiert. Ach so, echt? Ja, nach Darwin hat er es erstmal gemacht, ne? Ja, bei der Tod. Natürlich Ausrede, war das. Na, was ist das für ein Kollege? Baby, du Arsch! Oh mein Gott, warum habe ich euch nicht getroffen? Wo ist die? Ja, mit Literaturstudenten kann man auch nicht gewinnen. Oh. Weißt du was? Zur Hölle. Weißt du was? Weißt du, wer auch auf dem Weg zur Hölle ist? Literatur? Literatur. Oh Mann, ey. Das geht als Leichenflitterei, das wird verboten. Warum ist das verboten? Ja, da dachte ich hier, weißt du, da merkt man, die Symbiose zwischen den Zwillingen ist besser als die Symbiose zwischen den Geschwistern. Ihr beide als Traitor habt gewonnen, wir beide als Traitor haben keinen weggemacht. Was? Ja, ihr seid die gleiche Person, habe ich gehört. Ist halt echt so. Ja, siehst du, jetzt geben sie es zu. Jetzt gibt er es zu, meinst du? Ah, das stimmt, das stimmt. Literaturstudenten. Ich hab Standbild. Ah, jetzt geht's wieder. Was ist an Literaturstudenten schlimm? Der Erik. Danke. Die Literatur. Und das Studieren. Ich sei einfach nur zu dumm, mit der Schule aufzuhören. Oder schlau genug, um mir eine Zukunft zu sichern. Nee, also ich habe die Schule schon längst beendet. Also, dass du da immer noch festhängst, das ist schon... Ja, mit Absicht, weil ich keine Lust auf was anderes habe. Ja, siehst du? Arbeiten? Ja, genau das. Ja, nee, das. Ich war 2 Wochen arbeiten, das reicht. Arbeiten ist fürs Niedere. Ja, du hast einen Mülleimer genau. gemacht. Genau. Ja, das ist schlimm. Das verfolgt mich bis heute. Was? Arbeiten? Ja. Ja. Ja, das auch. Das sind Literaturstudenten, die wollen einfach nicht arbeiten. Die machen so weiter. Das ist schick sie aber. Warte, ist sie eigentlich auch Millennial oder ist sie zu spät geboren? Ich bin 2000. Weil nicht arbeiten wollen ist ja eigentlich so unsere Generation. Das sind ja eigentlich die Millennials. Ja, ich habe irgendein so ein Diagramm davon. Muss ich mal angucken. Ich bin so mittendrin in den Generationen, glaube ich. Ich glaube eigentlich schon. Ich glaube, sie ist so jung. Ich glaube, das war alle, die jetzt zwischen 20 und 32 sind das, glaube ich.
So, ja, ich bin 19. Ja, hast du Glück. Ja, es geht nach Ich bin älter als man. Ich hatte das mal umgerechnet wegen mir und meinen Arbeitskollegen, wer alles Millennial ist und so. War mir mal langweilig, weil ich die Family Guy-Folge gesehen habe davon. Mit dem Millennial. Dir auch nicht. Achso, schön, wo der Peter so cool war. Ja, wo der auch so einer wird. Da zieht er einmal an die. Da ist doch Darth Vapor. Ja, genau, mit dem Hammer durch die Gegend Wie ist die momentane Lage, Leute? Mentale Lage. Auf dem Regal ist es gut. Gibt viele Cortana-Infizierte in Deutschland, das ist die Lage. Cortana? Was? Die haben halt alle Windows 10. Ja. Ja, siehst du, Windows 7 machen sie weg. Ist auch aus von Halo? Weiß ich nicht, so heißt halt das Ding von Windows 10. Weißt du, Windows 7 machen sie weg und dann auf einmal das Cortana-Virus, überall in Deutschland. Cortana. Also. Ich vermute eine Verschwörung. Mein Arbeitskollege hat auch erzählt, dass er das erste... Mein Arbeitskollege hat erzählt, als er das erste Mal von dem Coronavirus gehört hat, hat er gedacht, das wäre irgendwie eine Bezeichnung für Leute, die alkoholsüchtig nach Corona-Bier sind. Lennart ist Traitor, oder? Ja. Er ist ganz oben. Ganz oben. Ganz oben auf dem Bett, ganz oben auf dem Schrank oder ganz oben auf der Fensterbank? Schrank. Jetzt bin ich hier oben. Und ich habe ihm das gesagt. Er läuft nach unten. Das ist Crossy 5. Ja. Ich habe mit der Sache nichts am Hut. Die haben sich beide gegenseitig niedergeschossen. Wer lebt denn noch? Hier ist noch ein Toter. Ja, das ist der andere von denen. Hä? Ja, Moment! Mark? Mark? Ja. Mark war's, oder? Nein! Wer ist da? Der ist von da oben gekommen und ich habe Schüsse gesehen, weil ich habe einen Bug, dass ich durch die Wände durchgehe. Hi. Ach ja, am Cheaten ist er wieder. Ja, ich. So, der war's. Der versucht nur die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ey! Du musstest. Ich hab die Waffe weggeworfen. Gesagt, dass ich's nicht bin! Das war jetzt scheiße. Also einer von denen muss auf jeden Fall gewiss sein. Also Mark war es. Hä, warte, nein, die waren es beide wiederbelebt. Ich hab mich einfach umgedreht. Ich bin einfach weggegangen, das waren es beide. Ich hab das Smoke geschmissen, da hat er für einen Header kassiert. Dankeschön, da ist er. Der war von mir. Ja, der war von mir und ich bereue nichts. Mann, es fing so gut an. War doch auch gut, also. Doch, war doch sinnvoll, dazu angegriffen, aber andere Geschichte. Ja. Ah, ich hab schon wieder die Linkshänderwaffe, die AL-15. Boah, schmeiß die weg, die ist nicht gut. Nö, mit der hab ich eben, dich und die Mimi umgelöst, also. Aha. Ja, aber das ist eine Linkshänderwaffe. Das bringt mich total aus Konzept, das macht mich ganz durcheinander, dass ich die Links halte. Hast du eine schlechte Konzentration? Ich brauch keine Konzentration. Ja, weil du ja eh nur einmal zusammenbauen musst. Ich mach noch nicht mal einmal. Einmal ist Frauenarbeit bei uns. Ja, gut, dass ich Frau bin. Achso, gestorben? Was? Warte, was? Wer ist jetzt gestorben? Irgendwer, keine Ahnung. Oh, nee, du hast nur Schaden genommen, weil du runtergefallen bist, glaube ich, keine Ahnung. Ich? Nee. Irgendwer, ich habe irgendeinen Sound gehört von irgendjemandem, dass irgendjemand gestorben ist oder Schaden bekommen hat. Ich weiß nicht von wo. Das ist möglich, dass das passieren kann. Okay. Wer ist das hier oben? Der Lennart? Ist gestorben. Wer ist gestorben? Du. Tod ist für Schwache. Richtig. Das Tod ist für Frauen. Sterbe was für Frauen. Gut, dass ich noch lebe. Das lässt sich ändern. Ja, nur zu. Mich beunruhigt, dass ein Spiegel in der Hand hat. Du Schwach. Dass wer was in der Hand hat? Komm ran. Hä? Komm doch ran. Nee, warte, jetzt hol ich mir den hier. Lass mich in Ruhe, ich krieg hier nur so rum. Sexuelle Belästigung. Ja, magst du doch. Oh. Alles klar. Ich find den Mark verdächtig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Irgendwer schießt. Ich bin nicht wirklich sicher. Wer von euch wollte mal diese Nägel farben? Der Erik. Ja, aber ich bin gut. Ich hab was. Okay. Dann. Sonst hätte ich sie geopfert. Das ist keine Nägel. Oh! Oh, wie schön. Wir haben einen Incendiary gefunden. Lass mal da hoch. Nee. Hallo.
Alakbar! Oh! Da kam mir was direkt ins Gesicht geflogen, irgendeine Granate. Bestimmt nichts Wichtiges. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Was Böses? Ja, Kasim. Da ist eine Taube. Ja, das stimmt. Alakbar! Echt? Wer von euch ist das? War das eine Taube? Ich hab doch eine Taube gehört, oder nicht? Ich hab eine Instant-Taube gehört. Ja, das war eine Taube. Das war eine Taube. Ich hab eine Taube gehört. Ja, weil eine Instant. Warte, nee, kurz, ich werf mal eine Incendiary. Ja, aber es hat einen Kreische gegeben. Ja, es hat einen Vogelsound. Ja. Nee, okay, stimmt. Die klingt leiser. Ja, weil, also wir, also vier Leute waren ja oben. Ja. Das war auf dem Weg nach oben. Ja, ja, schlechte Ausrede. Ich bin ja in diesen Schächten drin, ich weiß nicht, Mimi, ich war kurz. Alles dort durch. Okay. Raus, ich sehe alles unsichtbar. Hallo? David! Hey, warum bin ich auf dem Bett? Wer ist jetzt? Ich hör's nicht. David ist... Hallo? Lebst du noch? Ja. Okay, das ist David, okay. Ich weiß nicht, wo er ist. Der David ist hier gerade auch runtergesprungen, ist nicht gestorben, der hat Little Helper. Ich wusste's. Ach, das ist die Mimi. Warum? Warte, wer lebt noch? Ich lebe noch. Ich. Oh, toll. Das heißt jetzt, wir haben trotzdem noch einen guten Trader und der Markt ist es nicht. Nee. Also ich bin nicht Trader. Das weiß ich. Aber wir wissen es nicht. Ihr braucht das auch nicht zu wissen. Kommst du auf mich die ganze Zeit? Wieso? Weil ich nicht weiß, ob du Trader bist oder nicht. Ja. Da oben. Lädt einer nach. David ist da oben. Da oben. Hat aber auch ganz schön lange gebaut. Der starrt mich auch die ganze Zeit an und tut nichts. Ja, das war mir so klar. Sehr schön. Ja, du bist ein Arschloch. dich hat sich angeschossen, richtig? Ja. Echt perfekt gemacht. Beides eine Taube. Ja, also ich hab keine. Ich hab Mima ist genau dann nach oben gegangen und ich hab sie genau dann verfehlt, weil es so an der Kante war. Das war so. Also letzten Endes war mein Call doch richtig, nur die Ausführung war scheiße. Lennart, weil damit hatte ich dich getäuscht, ich hatte das SATM, ich habe mit der Mimi den Platz getauscht, dass die runtergefallen ist. Ah! Ach, deswegen, so lag, so sah das aus. Ich dachte, ich habe die Michelle nochmal unten kurz gesehen. Die lief nämlich unten lang und mit der hatte ich schnell den Platz getauscht, dass die da runterläuft. Ich hab's gemerkt. Oh, wirklich? Meine Güte, hast direkt einen Abschluss verdient. Du kannst gerne meine Hausarbeit schreiben, also... Wenn du dich so schlau fühlst. Ich brauche keine Hausarbeit schreiben, ich verdiene Geld. Das stimmt. Ja. Hartgeld wahrscheinlich. Ja klar, das muss ja sein. Besser als nichts. Ja. Man muss halt was tun, ne? Ja, muss halt ein bisschen mehr leisten, also. Aber ich habe schon mein ganzes Leben darauf trainiert. Der Marc kann das bezeugen. Eine Dose und eine Banane habe ich schon mal gezeigt. Oh ja. Oh ja. Von der Dose habe ich sogar ein Bild gemacht. Das ist richtig. Ich habe so fast bis zur Hälfte reinbekommen. Das sah nicht gesund aus, aber es war drin. Ah, 15 Liter in der Waffe, seid ihr dumm? Sag ich doch. Ach, ich lebe. Ja. Nee, mein Typ trägt auf der rechten Seite. Meine trägt ja. Wir tragen die auf der linken. Ja. Tja. Irgendwas passiert, weil ich war auch gerade. Irgendwas eingestellt irgendwann mal. Nee, ich brauche Munition dafür. Ist irgendwas passiert? Ich brauche für irgendwas mal Munition. Hallo? Hallo. Ich bin nicht verstehen, oder? Ah, soll das ein Anschlag auf mein Leben werden? Soll das ein Anschlag auf mein Leben werden? Nein. Kann es aber, wenn du willst. Die können mich hören. Ja. Na, so ungefähr, weißt du. Das ist ein GMO. Oh, bin tot. Der ist runtergesprungen.
Da sind zwei Leute, die nebeneinander stehen da unten. Kann durch die Wir sind es ja nicht gewesen. Ich sehe euch. Mal ist einer. Der ist runtergefallen? Wo ist der runtergefallen? Ich gehe mal nachgucken. Wer Sniper da? Ich hab gesehen, wie Lord XP. Ja, Lord XP. Achso, okay. Wenn jetzt nicht die Gaussgun gekommen wäre, hätte ich Alastor über den Haufen geschossen. Weil ich dachte, der Sniper da auf jemanden. Oh Leute, warum habe ich da daneben geschossen? Ich bin zum richtigen Zeitpunkt schon nach rechts gegangen. Wie, du hast gewonnen. Innocent. Achso, ja. Mit 6 Punkten. Also wenn man so ein Teammate hat, dann hat man auch nichts mehr zu verlieren. Wen hast du? Lennart, was war denn das? Also, oh. Also man kann es schwer beschreiben. Es war rutschig. Es war wie Magie in Haas. So würde ich es nicht ausdrücken, aber... Es war schwierig. Fuck. Es war einfach eklig. Wo bin ich denn hier gespawnt? Am Arsch der Welt. Warum fliegt Havok in die Luft? warum? Eine Hexe. Nein, ich bin nicht explodiert, aber ich bin geflogen. Hexe! Verbrennt ihn. Das ist der Ventilator oder. Nee. Die Kühlung. Nukula, das Wort heißt Nukula. Rucola? Nein, Nukula. Ja. Achso. Und Rucola fehlt ein M. Leute. Hä? Wer war das? Wer war das? Der ist ein Ach, du! Ey, Daumen kämpfen, der oben kämpfen. David, das ist. Ja, okay, weil. Aha. Munition leer. David. Oh. David, sonst niemand mehr. Nur noch David. Ja, das. Ja, dein Traitor-Kollege ist vom Dach gesprungen. Ja, weil ich umgebracht wurde. Könnt ihr mal aufhören zu reden? Die Runde ist noch nicht vorbei. Oh. Ja, also, wer lebt denn jetzt noch? Okay, er hat sich revived, glaube ich. Ah. Ja, revived. Okay, du bist das auch nicht. Ich weiß hier oben. Keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß es auch nicht. Guck mal mit meinem Wallhack durch die Map durch. Ja, mach das gerade mal. Er ist hier! Ich bin tot. Er ist oben. Wieso gibt es hier nur leere Shotguns auf der Map? Das mit Absicht. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, mit so einem Traitor-Kollegen kann man nicht gewinnen. Weißt du, die lässt sich einfach von mir reporten und stürzt sie in den Tod, anstatt mal was zu reißen. Wartest du sie dann? Das war eigentlich keine Absicht. Aber ich weiß nicht, wie der Traitor-Chat aufgeht, damit ich ihr schreiben kann. Hock dich hin. So. Aua.
Holla. Hui. Es war... Schrotflint hat aber eine ganz schöne Range. Ja, aber dafür macht sie dann auf die Range nicht so viel Schaden. Ja. Also das war... Am Anfang sah die Runde richtig kacke aus. Ich habe nur meinen Traitor-Kollegen getötet. Und dann habe ich zum Glück... Ja, ich habe den Platz mit ihr getauscht aus Versehen. Also ich kann es ja nicht aussuchen, mit wem ich tausche. Und hat sie halt erwischt. Ach, das kann man nicht aussuchen. Okay. Ja, also absichtlich war das nicht. Auch wenn du Literatur studierst, hab ich keinen Grund, dich als meinen Traitor-Kollegen zu töten. Ja, du musst aufpassen. Heute Nacht drückt mir jemand ins Gesicht. Ich schließ ab. Ah, das ist kein Hindernis. Noch besser, da kann man den Mord nicht mehr führen. Oh, ja, so ein Closed Room Mystery. Der feuchte Boden wird dich verraten. Ich bin schon wieder in Ruhe. Ha. Ja, den verstehst du nicht, hä? Check ich nicht. Scheiße, ich wollte gerade schon auf den Eric losstürmen, ich bin aber innocent. Jetzt muss ich wieder in die andere Richtung drehen, weil der eine Taube haben könnte. Oh, böse Erinnerung. Sehr gute Erinnerung. Die Klappe. Mhm. Abgesehen vom einen Mal, wo ich mich selbst gekillt habe, aber das ist eine andere Geschichte. Oh, das eine Mal in dem Casino, wo ich ganz knapp noch um die Ecke gekommen bin, das war... Ja, das war das, wo ich mich also getötet hatte. Mhm. Und auch... Da habe ich das Pfeifen noch im Nacken gehört. Wer hat denn Erik sind hier oben? Du magst auch noch da. Ach, ja. Ah, der wirft was, der ist Traitor. Eindeutig. Lennart ist es. Entweder ist Mimi behindert oder sie weiß nicht, wo. Die ist Literaturstudentin, nicht behindert. Ach, wir sagen sowas nicht. War nicht der. Geistig eingeschränkt. Wir sagen Studenten zu sowas hier, ja? Warum hätten wir eigentlich auf Studenten? Hä? Warum hätten wir eigentlich auf Studenten? Keine Ahnung, das hat heute einfach angefangen. Einfach so. Hat keinen Grund. Ja, aber irgendeiner muss ja das Opfer sein. Nächste Woche ist keine Ahnung. Ist einer von euch Elektriker? Nö. Schade. Linkshänder? Ja. Ja. Dann erinnert sich sowas hier erstmal nichts, ne? Wisst ihr, als würde es nicht rechnen, dass ich eine Frau bin, die eh schon diskriminiert wird? Nein, ich bin auch nur Linkshänder und Student. Irgendjemand hat, glaube ich, eine Taube geworfen, ich hab's gesehen. Wieder mal durch das Regal. Wer denn? Ich sehe die Namen. Das finde ich nicht so cool. Was denn? Redest du mit mir oder mit einem anderen? Ja. Also. Ich hab nur Diego draußen. Ey! War kein Diego. Da lag noch die Taube auf dem Boden. Ich hab Erik geschossen. Das war meine Taube. Ich wollte die gerade abschießen, da wurde ich erschossen. Ja, weißt du, steht das und denkt mir, hey, das ist nicht sein Ernst, oder? Auf der Straße hättest du noch aufheben können und benutzen können. Ja, hatte ich mir gerechnet. Das war so klar. Wenn man eine Taube hört, dann muss der erste Gedanke immer sein, Erik auf David. Vor allem, weil du auch gesagt hast, Perry könnte eine Taube gehandelt haben. Zack, zack, geil, eine Taube. Ich hab in dem Moment nicht dran gedacht, danke, dass du mir auf Ideen bringst. Ich wollte eigentlich erst in den Pulk reinmachen, aber da habt ihr es so schnell wieder aufgelöst. Achso, musst du David dran nur hinhalten. Ja, immer so mit der scheiß Taube, ey, ohne Spaß. Gott, wie ich sie hasse. Es sei denn, sie ist gut durch und ein bisschen gepfeffert. Taube. Man muss es mal probieren. Du isst sogar verbranntes Porridge, also wundert mich das nicht mehr. Ja. Ich glaube, David hätte auch, genau wie der eine Chinese, weshalb wir alle so ein Problem haben, auch so eine Fledermaus gefressen. Einfach go easy. Ach, du meinst, du wie aus dem Ausbauen? Ich glaube, Fledermäuse wären nichts für mich. Nee, das. Genauso wie Insekten, sowas könnte ich auch nie essen. Ja, ist eine Maus ein Insekt? Nee. Mäuse esse ich auch nicht. Ist ja ein Säugetier. Was wird das? Ja, gut erkannt. Ja, ich esse auch keine Säugetiere, ich esse nur Fische. Ist das nicht. Das ist Porridge für ein Tier. Das ist kein Tier. Kennt ihr nicht den Porridge-Fisch? Der lebt im Amazonas. Cool. Ja, wie kamst du da dran? Der nächste Verwandte ist das Kasseltier. Ja, genau. Wie war nochmal der Witz mit dem Juden, der koscher einkaufen will bei Metzger? Hey, der, ich hacke den Fisch da, aber das war mir doch egal, wie das heißt. Oh, ja. Ich bin tot. Tschüss. Genau. Also, Allah, du hast ja auch nicht geschossen. Ich weiß ja warum.
Wer ist denn der Traitor? Warte, wer ist denn jetzt gestorben? Ja, Alasso, der ist gerade runtergefallen, weil der nicht geschossen hat. Wo liegt er? Oh, kann, hier unterm Schrank oder neben dem Schrank. Da liegt niemand. In der Spalte. Der hat gesprochen. Ich fang an, auf mich zu schießen. Hau ich ab, schießt er mir hinterher. Erik, du hast eine Ecke? Und ich werde sie benutzen. Ich hau ab. Er ist da hinten, der Mark. Hä, ja, wer? Da. Ja, ja. Ist das dein PC? Mhm. Apple. Ich weiß, Fehlkauf. War betrunken. Kann man nichts zocken drauf. Nee. Sind ja alle jetzt hier, scheiße. Geht auseinander, geht alle auseinander, der ist da. Ja, Apple ist kacke. Solange sie nicht von der Tanne kommt. Mimi. Ja, die hat eine. Du, oder? Nein. Nein, warte. Der Erik. Wie der? Ja, ich hab, was? Ich hab die Mimi. Ich hab die Mimi umgelegt. Mach das unter euch. Ich geh kurz weg. Du hast Nein. Mark gerade umgeschossen. Ich hab Mark nicht umgeschossen. Da ist. Die Mimi hat eine Märtyrer gehabt, du Affe. Ich hab keinen Schimmer, wer von euch jetzt wer ist. Einer von euch beiden ist böse. Da bin ich mir fast sicher. Mimi hat einen. Lennart, geh du mich mal mit. Knall mal den David um. Warum? Weil ich die Mimi abgeknallt hab? Ja, weil die. Ja, weil die Mimi eine Märtyrer hatte. Willst du es dir angucken? Erik. Geh weg. Ich vertraue. Ja, Lennart ist es. Du hast doch gerade eine Taube draußen gehabt. Nein, ich hab meine Neckiff in der Hand. David. Ja, ja. Alter, ich hab keine Ahnung, wen ich mich glauben soll. David Lennart ist es. Er hat mich auf 2 HP ohne Grund runtergeschossen. Ohne Grund? Du hast Mark gerade umgehauen. Ich hab die Mimi umgebämst. Die hat eine Märtyrer gehabt. Mark ist gestorben. Ach, Quatsch. Alter, David. Ich hab keinen Schimmer. Ich hab keinen Schimmer. Irgendeiner David. Von euch lügt mich an. David, vertrau mir, hau den um. Das hörst du schon an der Stimme, der David, ich will gleich aufpassen, wo bist du denn? Du hörst das an der Stimme, dass der Lennart liegt. Ich höre gar nichts. Ja, das liegt daran, weil du schwacher Mensch bist. Der hat dich gerade schwach genannt. Okay, also beleidigend, das wollen wir jetzt hier nicht werden, ja? Wir sind hier freundliche Gruppe. Wir sind hier keine Literaturstudenten. Ich hab keinen Schimmer, wo ich bin. Oh Gott. Aua. Hä? Wer? David? Ja? Gut, du bist am Leben. Gerade so. Ich bin gestürzt von der Leiter. Wieder mal. Ist der Leiter noch am Leben? Ja. Sag dir nichts, ich glaube, ich hab Angst. Irgendeiner Gott, ich hab ihn gefunden. Ja, der ist da, geht da gerade die Treppe runter Richtung... Polizeiauto. Ah! Oh, er war kein Trader, schade. Erik, geht's dir gut? Sag doch was. Ich bin mit der Situation überfordert. Ich habe Literatur studiert. Ich habe halt keinen Schimmer, wo der ist.
Ich hatte halt echt. Keine Ahnung, wo du bist, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte halt echt null Ahnung, wer von euch beiden das ist. Die Quark hat gerade gehoordnet. Das war so geil. Ohne Witz, ey. Boah, was ist mit euch? Jo, 52 Punkte. Das war wieder eine Folge TTT. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut in die Videobeschreibung für den Link zur Discord-Community-Gruppe. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von TTT hier auf Mund zum LP. Keine Ahnung, was für eine Map ich nehmen soll. So, jetzt ist fair. Jetzt wird fair. Oh, okay, jetzt nicht mehr. Na gut. Ohne Witz. Bis dann. Thank you.